Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in unserem Mountainpark. Und wie ihr seht, unsere drei ersten Dinosaurier, die drei Edmontos, haben sich schon gut eingelebt in ihren Gehege und haben auch ganz tolle Namen bekommen. Also ich muss mich erstmal bei euch bedanken. Ihr habt, glaube ich, fast 200 oder über 200 Likes da gelassen. Vielen, vielen Dank dafür. Und 190 Kommentare oder sowas. Also wirklich, wirklich krass. Und es tut mir wirklich leid, ich kann leider nicht jeden Namen von euch rannehmen, jeden Namensvorschlag. Es können ja leider nur drei Namen hier ausgewählt werden. Also seid bitte nicht traurig, falls ihr es nicht geworden seid. Ich lese euch jetzt mal kurz die Namen vor, die es geworden sind im Endeffekt für unsere drei Edmontos. Da haben wir zum einen mit dem Grünkopf Flora, der Name kommt von Emily, vielen Dank dafür. Dann haben wir hier mit dem roten Kopf, sehr, sehr passend, Rotkäppchen, der Name kommt von Mr. Boogie. Und zu guter Letzt mit dem, ja, blau-lilanen Kopf, das ist Blackberry, der Name kommt von der guten Chicken Lily. Auch vielen Dank an dich. Also ihr drei seid schon mal die ersten Dinos, die hier in meinem Mountainpark vertreten sind. Und ihr habt auch richtig, richtig, also so sieht unser Eingangsbereich aus, können wir uns ja nochmal kurz angucken. Bin ich schon sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Sieht schon ganz nett aus, also kann man auf jeden Fall so machen. Und ihr habt mega fleißig auch Kommentare geschrieben, welche Dinosaurier wir denn zu den Eddies ins Gehege packen könnten. Und ich habe mich letztendlich für einen entschieden, den ich sehr selten mache. Das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Video erwähnt, ich weiß es gar nicht. Das ist der Polarcanthus, den werden wir mit in das Gehege machen. Da haben auch zwei Leute Kommentare zugeschrieben, dass ich den ja reinmachen soll. Hab mich jetzt letztendlich auch dafür entschieden. Wir müssen mal eben gucken, wie groß das Gehege ist und wie das jetzt optisch passt, wie viele hier noch rein sollten. Weil ich mag es nicht gerne, wenn ein Gehege zu überfüllt ist. Das sieht dann immer sehr, ja, nicht artgerecht aus. Ich würde sagen, wir machen ja zwei Stück noch rein, oder, Leute? Zwei Polarcanthus, drei Edmontos. Ist, glaube ich, für ein erstes Gehege nicht schlecht. Machen wir so. Ich weiß leider aber nicht, wie die Skins so sind von den Polarcanthus. Wir können mal eben gucken, was es überhaupt so gibt. Meistens sind ja Regenwald und lebhaftes Muster sehr schön. So, wie machen wir das denn hier von den... Weil die Bewertung, die machen wir auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Machen wir mal so. Hier nochmal ein bisschen... So, 128 pro Polarcanthus sollte eigentlich reichen. Und da machen wir einmal das. Was hatten wir jetzt? Regenwald hatten wir bei dem ersten. Bei dem anderen machen wir entweder Dschungel oder Waldland. Die finde ich auch immer cool. Obwohl, ihr hattet auch geschrieben, dass wir ja Alpin, dass das sehr gut passt in den Mountainpark. Na, das gibt es hier leider nicht. Machen wir mal Tundra. Vielleicht sieht das ja auch ganz gut aus. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Skins von den Polarcanthus aussehen. Aber das werden wir gleich gemeinsam herausfinden. Während die Polarcanthusse, ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Es könnte auch Kakteen, so wie Kaktus, Kakteen, Polarcanthen, ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ich nenne es mal einfach Polarcanthusse. Während die auf jeden Fall ausbrüten, können wir mal uns eben überlegen, was wir jetzt hier als nächstes machen wollen. Ja, im Prinzip müssen wir schauen, wo wir hier diese Einschiebbahn langführen und was wir hier noch so alles hinmachen. Ich weiß gar nicht. Ja, der Platz ist halt wirklich immer sehr limitiert. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir viele Höhenunterschiede haben. Wir müssen uns halt überlegen, was wir hier hin machen. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie ein Geschäft untergebracht. Dann könnten wir hier am Rand vielleicht sogar die Strecke langführen, dass wir hier nicht so viel Platz verschwenden. Und hier könnten wir schon mal irgendwas hinbauen. Da müsste ich mir was überlegen. Vielleicht ein Aussichtsturm. Ah nee, das bringt ja gar nichts. Hier ist ja dann die Station im Weg. So ein Aussichtsturm kann ja gar nicht auf das Gehege gucken. Das ist Schwachsinn. Das könnten wir höchstens von... hier aus machen, so ein Aussichtsturm. Das könnte noch was bringen. Wobei, von hier aus wäre eigentlich ziemlich gut. So schräg. Dann könnte man hier in das Gehege reingucken. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier oben oder sowas einen Aussichtsturm hinplatziert bekommen. Vielleicht sollten wir gleich erstmal einmal das Ding hier abreißen und dann mal eben schauen. Mach ich mal eben. So. Und dann können wir mal eben hier kurz ein bisschen nochmal Wald wegmachen. Dass wir auch wirklich die Fläche zur Verfügung haben. Die Frage ist jetzt halt auch, machen wir hier noch einen Weg nach oben? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wo wir dann diese Station letztendlich enden lassen. Also die wird ja wahrscheinlich dann irgendwo hier hinten lang führen, denke ich mal. Auch nicht zu steil die Kurve machen. Machen wir mal hier am Rand entlang. Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Und so. Da müssen wir mal schauen, wie wir es weitermachen. Also sieht auch schon ganz ordentlich aus.
Müssen wir halt nur gucken, was wir hier untergebracht kriegen noch, weil die Läden sind halt sehr, sehr groß, ne? Wenn ich mal eben so schaue, wie groß ist denn so ein Restaurant zum Beispiel? Obwohl, das würde sogar noch passen. Also wir könnten echt überlegen, ob wir hier noch so eine kleine ja, Fressbuden-Ecke machen. Warum nicht? Platziere einfach mal. Soll ich die mal so random platzieren, die Geschäfte? Nee, das macht aber auch keinen Sinn, das random zu machen. Frag mich ja gerade. Ich habe eine Idee gerade in meinem Kopf, ob das, wie das aussehen würde, wenn ich. Mach mal so. Und jetzt arbeiten wir mal ein bisschen mit Wegen um dieses Gebäude herum. Schauen wir doch mal, wie das denn so klappt. Frag mich ja, wie das aussieht, wenn ich so mache und dann hier hinten auch noch die Wegfläche ausfülle. Ob das cool aussieht oder ob das irgendwie sinnlos aussieht, dass man da noch hinlaufen kann. Weil einen wirklichen Zweck erfüllt dieser Weg natürlich nicht, ne? Ich mache das nur, damit mal ein bisschen Variation in dieses ganze triste Gedöns reinkommt, weil man hat ja halt nicht viele Möglichkeiten. So, wir schauen mal, wie es aussieht. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Vielleicht können wir hier noch das ein oder andere Geschäft unterbringen. Irgendwie anders. Der Kleiderladen ist mir zu groß. Der passt nicht gut. Vielleicht die Bar. Vielleicht könnten wir das. Will halt versuchen, dass die möglichst gerade ist. Es ist immer nicht so einfach. Es ist immer sehr viel Gefummel. Ich glaube, so ist schon ziemlich gut. Machen wir mal so. Hier wird es noch nicht. Nee, wir müssen mal so ein bisschen auf die Ecken gucken, dass das alles abgerundet ist. Hier ist schon ein bisschen scharfkantig hier, wie ihr seht. Aber das geht noch. Zumindest müssen wir es gleich noch ein bisschen überarbeiten. Ich will halt echt probieren, so ein bisschen anders zu bauen, als ich sonst baue. Es ist halt echt nicht so einfach, weil es einfach kaum Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, das gefällt mir schon ganz gut, wenn das gleich fertig ist, hier das Geschäft. Und dann vielleicht können wir gleich noch irgendwie so machen, dass wir auch hier noch einen Weg haben. Und dann können wir sie noch so ein bisschen abrunden. Vielleicht sollten wir hier noch ein anderes Geschäft. Ah, es geht ja gar nicht, weil es hier gleich hochgeht, ne? Ah, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir lassen die zwei Geschäfte mal. Ist ein bisschen doof, dass die Bar halt hier auf dieser Seite. Ja, so doof aussieht. Also es sieht hier halt aus wie so ein. Nicht so einladend, wisst ihr? Es ist ja eher so von dieser Seite. Hätte mir gewünscht, dass es auf der anderen Seite ist, aber an sich passt es, wenn man von so guckt, eigentlich ganz gut. Das sieht ganz cool aus. Wir probieren es erstmal aus. Also ich glaube, wenn wir es im Endeffekt noch so ein bisschen mit Zäunen und so einkleiden, die ganze Sache hier, dann könnte das ganz cool aussehen. So, jetzt könnte es klappen hier mit dem anderen Zaun zumindest. Jo, perfekt. Na, es ist auch schon wieder, geht hier ein bisschen runter. Das müssen wir noch ein bisschen korrigieren. So, komm hoch. Auch nicht zu weit hoch. Sehr gut. Und dann könnte man hier den Zaun. Na, der Weg wird ja im Endeffekt. So wird der Weg sein, so ein Dreierweg. Ne, es ist gar kein Dreierweg. Was ist denn das hier? Für eine Breite. Das ist eine komische Breite. Eine Zwischenbreite, sage ich mal. Also das wird der Weg sein, der abgeht. Die Aussicht ist halt nur nicht so nice, ne? Aber was sollen wir sonst hier machen? Also keine Ahnung. Es ist halt. Ja, ist halt keine Aussicht vorhanden, aber macht ja nichts. Ich wüsste nicht, was wir sonst hier in diesen Bereich machen sollten. Aber so ein Restaurant und eine Bar da zu haben, ist, glaube ich, schon ganz fein. Hier bin ich auch ein bisschen zu weit gegangen, wie man gerade sieht. Machen wir von dieser Seite aus. Jetzt mal erstmal den richtigen Winkel erwischen, dass es schön nah dran ist. Ungefähr so.
Und dann sollte es passen. Dann machen wir hier nochmal ersetzen. Und zack. Ja. Sieht doch ganz cool aus. Für so einen kleinen Bereich, wo man den Platz sonst nicht anders nutzen könnte. Ich denke, das ist in Ordnung so. Machen wir hier nochmal ein paar Bäume hin. Mal hier die Säulen, die will ich zum Beispiel nicht in Bäumen haben. Hier ist mir das auch schon zu weit. So, aber ansonsten passt das schon ganz gut. Hier könnten wir nochmal ein paar Bäume hinmachen. So, und super. Sieht auch gut aus. Dann kommt hier als nächstes dieser Bereich. Wir müssen erstmal gleich den Übergang von dem Weg hier machen. Da müssen wir einiges hier ein bisschen glätten und sowas. Dadurch geht auch wieder viel Platz verloren. Aber ich glaube, ich werde echt hier so einen Turm hinmachen. Wir machen mal schon mal hier die Bahn hier weg. Und dann könnten wir überlegen, irgendwie hier vorne einen Turm unterzubringen. Erstmal müssen wir den Weg machen. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Dass wir den vernünftig hinbekommen. Und dafür müssen wir vermutlich hier erstmal so ein bisschen runter. Versuche hier, glaube ich, so ein bisschen schräg in diese Richtung zu gehen. Das fängt schon wieder an zu regnen. Ja, die Tools sind dafür halt auch überhaupt nicht gut geeignet hier. So feine Arbeiten. Aber da werde ich wahrscheinlich auch ganz viel rausschneiden, wenn ich sowas mache. Dieses Glätten und so, weil das ist... Wird teilweise, glaube ich, echt lange dauern, wenn ich das vernünftig angepasst haben möchte. So, das sieht aber schon ganz gut aus. Ich glaube, das ist auch nicht zu steil so. Hier geht's hoch. Dann so ein bisschen nach links. Die machen wir auch nochmal, passen wir nochmal ein bisschen an. Ich glaube, das könnte schon so ganz gut sein. Gehen wir jetzt den Weg hoch, so wie ich es mir gedacht habe. Machen wir erstmal. Ja, die Breite, die ich hier habe, ist ganz komisch. Versucht die mal einigermaßen beizubehalten. Das ist nicht diese Dreierbreite, die man sehr gut machen kann. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Aber muss ja auch nicht immer alles gleich breit sein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier mit diesen Wegen arbeite. Ich habe ja hier hinten auch mit den beigen Wegen gearbeitet. Wie würde das denn aussehen? Das sieht natürlich nicht aus, ne? Ne, das macht keinen Sinn. Weil dann wird das hier auch nicht mehr mit den Flächen so gut passen. Ja, vielleicht müssen wir auch am Anfang dann die Wege noch ändern. Ich bin mir da noch nicht sicher, welche Wegfarbe wir dann benutzen sollten. So. Dann so nach oben. Und dann können wir hier schon den Turm platzieren. Müssen wir mal gucken, dass der möglichst so platziert ist, dass man da gut durchschauen kann. Machen wir erstmal so hin. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall funktionieren. Mit den Bäumen sollte hier eigentlich auch nichts im Weg sein, ne? Der ist ja relativ hoch. Oh, das könnte funktionieren, dass man hier die Edmontos sieht. Wenn da oben die Turmspitze ist, ja, da sollte auf jeden Fall nichts im Weg sein. Hier müssen wir den Zaun auf jeden Fall weiterführen. Wie machen wir das denn? Machen wir hier so einen dickeren Zaun? Nee, da behalten wir auch den kleinen Zaun bei. Den führen wir hier am Weg entlang. Müssen wir jetzt erstmal hinkriegen hier von der Rundung her. Der Zaun noch oben steht und oh, sieht schon ganz nice aus. Schade, dass man keine Treppenstufen und sowas machen kann. Das wäre echt cool, wenn hier so ganz leichte Treppenstufen wären. Das würde ja schon mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber es sind halt alles diese kleinen Deko-Sachen, die einfach sehr, sehr fehlen. Das ist super schade. Ich überlege, ob ich hier nicht wieder... Ach, wie mache ich das denn am besten? Ich könnte... Aber mit der Wegfarbe bin ich halt noch gerade hart am Struggeln, wenn ich ehrlich bin. Weil hier unten habe ich halt diese beigen Wege genommen. Die finde ich auch immer eigentlich am schönsten mit. Aber hier oben, also diese beigen Wege passen halt nicht so gut, wenn du sozusagen an Geschäften anschließen willst, so wie ich es hier gemacht habe. Weil die halt diese graue Standardfarbe haben.
Nur ich wüsste nicht, wie ich das hier mit dem Übergang machen sollte, wenn ich jetzt hier diesen Weg zum Beispiel einfärben würde, wie es eigentlich sein müsste. Ich kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir es ja gut hin. Also so müsste ja normalerweise der Weg sein. Aber dann müsste ich halt hier einen guten Übergang zu dem Grau kriegen. Ich meine, wenn das hier so direkt straight übergehen würde, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, ist die Frage. Wie würde das denn dann aussehen? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Aber wir lassen es erstmal so. Vielleicht überlegen wir uns dann nachher noch was. Passt schon. Das ist erstmal nicht so wichtig. Wir machen jetzt auf jeden Fall diesen Dings hier weiter. Falls euch wundert, was die Polacanthusse machen, die können gerade nicht weiter ausbrüten, weil ja kein, da hinten nichts, so eine Wegverbindung halt nicht geschaffen ist, weil ich ja die Einschiebbahn kaputt gemacht habe. Aber die brüten wir einfach ein bisschen später aus. Ich mache jetzt hier erstmal wieder in beige, glaube ich. Dafür machen wir erstmal hier die Zäune einmal ab. Und da kommt natürlich das Standard-Weggebaue um diese Türme. Die Zäune mache ich jetzt nur einmal hin, dass ich hier Orientierungspunkt habe, wie weit ich gehen darf. So. Und dann geht es hier wieder los. Das haben wir ja schon tausendmal gemacht hier. Finde ich aber immer noch eine der schönsten Lösungen, die man mit diesen Türmen machen kann. Einfach schön drumherum bauen. Möglichst gleichmäßigen Abstand. Und dann sieht das immer ganz cool aus. Geht ja leider nicht bei allen Gebäuden so gut wie hier bei den Türmen. Achso, was ich noch gar nicht geguckt habe, ist die Aussicht überhaupt gut? Ja, die ist super, Leute. Guck mal. Von hier oben kann man schön in das Edmonton-Gehege bzw. Edmonton- und Polacanthus-Gehege reinschauen. Das ist nice. Das gefällt mir. Das ist doch ganz cool geworden. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bauen wir hier noch hin? Machen wir das wirklich so, dass wir hier unten noch wieder so ein Gehege machen? Oder heben wir hier das auch so ein bisschen an? Eine sehr gute Frage. Wie nutzt man hier den Platz am besten? Weil wir haben schon so wenig Platz zur Verfügung. Vielleicht können wir auch noch hier irgendwas hinmachen. Ja, wir dürfen aber auch nicht alles zu sehr voll klatschen. Echt schade, dass wir keine Klippen hier benutzen können. Wir füllen mal schon mal die Einschienenbahn weiter, weil die wird wieder sehr, sehr wichtig sein hier für unser Unterfangen. Ich weiß nicht, ob hier diese Kurve schon too much war. Ich glaube, ich werde die hier einfach schon in unserem Zaun so ein bisschen entlang führen. Hier habe ich schon, glaube ich, keine gute Kurve gemacht. Machen wir mal so. Machen wir eben schnell neu. Haben gerade gemacht. Ist gar nicht mehr so einfach hier vernünftig rumzukommen. Aber so ist, glaube ich, ganz gut. Können wir hier erstmal gerade machen. Also so parallel zu unserem Zaun. Hier vorne so machen. Dann versuchen wir hier mit unserem Weg entlang. Das ist echt nicht einfach. Ich bin zu weit nach vorne gegangen. Und so. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus, ne? Jo, das sieht gut aus. Dann könnten wir... Ich glaube, ich habe sogar eine Idee, was wir hier machen. Ich probiere das mal aus. Ich versuche mal... Das könnte echt cool sein. Ich versuche mal hier so ein Stück Fläche anzuheben. Sehen, ob das gut klappt. Sowas wie so ein kleiner Sichtschutz. Und dann wird hier einfach gleich einen Weg entlang führen. Das ist ja auch mal in Ordnung. Oh, es regnet schon wieder. Das gibt es ja gar nicht. Müssen wir nur schauen, wie wir hier um die Kurve kommen. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ein Stück weiter. Dann haben wir hier so einen kleinen Schutzwall von der Sicht. Ich glaube, hier können wir sowieso nur einen Weg entlang führen. Also viel mehr wird das nicht, wenn wir hier so runtergehen. Wir werden hier eh nicht so viel unterkriegen. Also ich werde wahrscheinlich viel zu wenig Gehege bauen können. Ich möchte eigentlich viel mehr bauen. Und jetzt, genau, das Ziel von diesem komischen, von dieser Erhöhung, die ich da gemacht habe, ist, dass wir dort unsere Schienen drauf platzieren. Dass sie so ein bisschen angehoben sind. Muss natürlich jetzt möglichst mittig passieren. Weiß gar nicht, ob wir es einigermaßen mittig hier getroffen haben. Wie sieht denn das aus? Schon cool aus, ne?
wenn das so ein bisschen angehoben ist. Und dann hier vor der Weg. Ich glaube, das könnte ganz nice sein. Jetzt müssen wir mal hier weiter den Weg weiterführen. Und wie machen wir das am besten? Kriegen wir denn hier noch irgendwie was anderes untergebracht? Ich meine, hier sowieso nicht. Hier ist alles abgeschrägt. Hier können wir nichts drauf bauen. Man sieht das zwar schlecht, aber hier ist alles so ein bisschen angepasst und angeschrägt. Also die Fläche können wir nicht mehr nutzen. Ansonsten machen wir uns das kaputt, weil das dann alles zu eckig aussieht. Das ist halt schon mal sehr, sehr schade. Machen wir mal einfach so. Hier genauso. Hier ist der Zaun natürlich schon zu weit vorgebaut, deswegen können wir gerade nicht bauen. Ich glaube auch, wir werden diese Folge kein neues Gehege mehr schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wüsste auch gar nicht wohin, weil hier ist einfach kein Platz. Zumindest so, wie ich das hier geplant habe. Hier vorne können wir vielleicht das nächste Gehege machen. Also hier in dieser Ecke wird einfach kein Platz sein für ein Gehege. Aber immerhin haben wir hier diesen Beobachtungsturm. Ich glaube, ich arbeite echt mit diesen grauen Wegen. Machen wir halt nur in so bestimmten Bereichen beige Wege. Kann man ja auch so machen. Also es sieht ja jetzt nicht schlecht aus, ne? Dass da unten beige ist und hier oben grau. Also finde ich jetzt persönlich gar nicht so hässlich. Geht eigentlich. Genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier möglichst gerade und gut in den Weg hier übergehen. Also so, dass es gerade zu dieser Erhöhung ist, die ich gebaut habe. Ich glaube, ich mache hier oben mal unsere Einschienenbahnstation hin, dass wir hier sozusagen die erste Ausstiegsmöglichkeit haben. Mache ich, glaube ich, mal. Ich mache die mal so hin. Ich hoffe, wir kommen hier noch elegant um die Kurve. Ja, das sieht gut aus. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier noch ein bisschen anheben. Hier ist das sowieso nicht so ideal, ne, von den Säulen. Vielleicht müssen wir hier nochmal so ein bisschen ran. Wir hier nochmal so ein bisschen. Okay, so bin ich zufrieden. Also, jetzt passt das hier alles einigermaßen. Ist zwar so ein bisschen nochmal abgeschrägt da, aber Hauptsache, das ist mit dieser Erhöhung da so ein bisschen angepasst. Ich weiß gar nicht, da hinten, ob der Weg nicht doch zu nah dran ist hier. So ganz leicht schräg ist am Rand, aber das soll uns nicht weiter stören. Das fällt ja so gut wie gar nicht auf. Wir könnten ja nochmal ein bisschen in diese andere Richtung ausweichen. Ein bisschen weg von der Schräge kommen. Ja, hier können wir aber auch echt nicht viel mehr machen als einen Weg. Also da bleiben uns gar keine Möglichkeiten. Weil irgendwie Geschäfte oder so werden wir hier nicht noch unterkriegen. Weil ihr seht ja, hier ist Platz ist echt zu wenig vorhanden. Das ist echt schade. Aber das Problem werden wir auch häufig haben, dass wir einfach super viel Platz verschwenden. Ich glaube, ich überarbeite das hier nochmal, dass ich ein bisschen vom Rand hier wegkomme. So, das sieht schon besser aus. Bin jetzt noch ein ganz bisschen vom Wegrand weggegangen. Also hier ist jetzt nichts mehr irgendwie schräg oder sowas. Vielleicht ganz minimal leicht, aber das sieht man nicht. Und ich finde, das sieht doch schon ganz ansehnlich aus. Oh, hier geht es sogar nochmal so ein ganzes Stück höher. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn da so ein bisschen Höhenunterschiede drin sind. Ich frage mich ja, wie es jetzt wäre, wenn ich einfach mal optisch hier noch eine Wand hinter platziere. Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Das könnte ich mir eventuell auch ganz gut vorstellen, dass das cool aussieht. Oh, weiß nicht. Vielleicht mal einen anderen Zaun, der durchsichtig ist. Vielleicht so ein. Na komm. Hallo. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus, ne? Wenn wir so einen Zaun noch dahinter machen. Vielleicht noch ein bisschen näher dran, dass er ein bisschen weiter oben ist. Probier das mal aus. So, damit habe ich das einigermaßen gleichmäßig gemacht. Wie ihr seht, da hier sind so ein paar Huggel und so noch drin. Das ist halt wirklich mit diesen Tools, die einem hier gegeben sind, alles nicht ganz so einfach. Und ist viel Fummelarbeit, also ganz perfekt werden wir es nicht hinkriegen. Man kann halt nur gucken, dass man es
so gut wie es geht hinbekommt. Ich habe dann hier so einen kleinen Übergang auch gemacht, dass es immer weiter runter geht. Aber ansonsten passt das schon ganz gut. Hier ist der Weg leider jetzt auch gerade noch nicht perfekt überall. Das muss man auch nochmal überall alles ein bisschen überglätten. Aber wenn ich jetzt hier einmal falsch glätte, wird der Zaun hinten wieder kaputt gehen. Und dann muss ich wieder den Zaun reparieren. Dann geht der Weg wieder kaputt. Deswegen muss ich hier echt vorsichtig sein, dass ich nicht zu weit rüberkomme. Aber das klappt hier gerade ganz gut, wie ihr seht. Und ich bin jetzt eigentlich recht zufrieden damit. Also ich finde das auch eigentlich ganz cool. Können ja mal kurz in die andere Sicht da gehen. Dann kann man nämlich auch mal... ich mache kurz den Controller an. Dann können wir hier auch mal so aus Besucherperspektive langfliegen. Weil das ist ja eigentlich immer so ein bisschen die Perspektive, die mich interessiert, wie es aussieht. Das sieht doch schon eigentlich schon relativ gleichmäßig aus. Ich meine, so ein bisschen hoch, runter und so geht schon. Das ist nicht ganz perfekt. Aber ich denke, das passt. Und vielleicht werde ich das später nochmal ein bisschen perfektionieren und sowas. Aber ich finde das eigentlich schon ganz schick, wie das aussieht. Also ist mal was Neues, ne? Habe ich so noch nie gemacht. Ist auch sehr, sehr anstrengend. Aber sieht cool aus, wenn dann da oben noch die Einschienbahn langfährt. Ist das auch sehr, sehr cool, denke ich. Gehen wir wieder in die andere Perspektive. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das hier mit dem Zaun einigermaßen vernünftig auch zum Abschluss kriegen. Wir führen am besten diesen Zaun hier noch bis zur Kurve. Dann machen wir mal so. Und ich denke, bis hier sollte reichen. Hier nochmal einmal vernünftig einen Einrastpunkt finden, der auch passt. Mit dem ich zufrieden bin. So, so ist gut. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob wir jetzt einfach den Zaun hier verbinden. Macht das Sinn? Ja, warum nicht? Das passt eigentlich. Hier ist auch ganz okay. Ist ein bisschen hügelig noch. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz einmal überglätten. Wenn man gedrückt hält, dann ist ganz schnell wieder hier alles kaputt. Also so passt es, denke ich. Das ist ganz nice. Den Weg den Zaun hier führen wir auch noch ein kleines Stück weiter vor. Aber nur ein ganz klitzekleines. Ich denke mal nur so. Machen wir mal bis hier. Dann sollte das eigentlich passen. Weil ich will halt immer so ein bisschen gucken, dass man alles, wo es steil runtergeht und wo man runterfallen könnte, auch abgesichert ist mit Zäunen. Bäume und so kommen natürlich hier auch noch überall relativ viele hin. Immer so am Rand und sowas. Muss ich halt auch immer gucken. Aber ich will halt auch nicht die Schienen hier verstecken. Also das will ich gerade nicht. Die sollen schön sichtbar sein. Ansonsten können wir natürlich hier auch noch so ein bisschen alles verwuchern mit ein bisschen Gras und sowas. Genau wie hier die Fläche. Wird auch relativ... Ich weiß gar nicht, ob so viel Gras schick aussieht. Also zu viel ist, glaube ich, auch unnatürlich. Also man muss halt so ein paar Lücken schon drin haben, damit das natürlich aussieht. Machen wir mal so. Das ist ganz nice. Wir brauchen natürlich jetzt noch eine Lösung hier für diese Aussichtsplattform. Da bin ich mir halt auch noch nicht sicher, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch mal nur bis hier. Also so. Probieren wir das mal aus, wie das dann aussieht. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite ungefähr auf die gleiche Höhe zu kriegen. Haben wir da auch mal ein bisschen Variation drin, ne, wenn wir es so machen. Machen wir mal so. Und dann muss natürlich der Zaun hier weg. Wenn wir den dann so weit nicht brauchen. Eigentlich können wir dann hier schon direkt so eine Verbindung machen, glaube ich. Die Frage, machen wir das? Oh, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das so abrunden, so ein bisschen. Obwohl das irgendwie ein bisschen komisch aussieht hier. Sollte ich hier noch ein bisschen die Fläche erweitern. Überlege gerade halt, ob es hier besser aussehen würde, wenn man die Kurve so nach außen hat. Ich weiß gerade nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Probier es mal aus, ob ich das hinbekomme, so wie ich es mir vorstelle. So. Also in diese Richtung geschwungen. Vielleicht nicht ganz so krass. Hm.
Wir machen das einfach so. Das passt schon. Ja, das kann man. Oder können wir auf jeden Fall so lassen. Hier müssen wir aber jetzt auch mit einem Zaun auf jeden Fall absichern, so ein bisschen. Wahrscheinlich so schräg. Ich könnte sogar so machen. Cool. Aber so geht auch. Oh, das mal so machen. Ich hoffe, das geht auf der anderen Seite auch. Wahrscheinlich geht das jetzt hier wieder nicht. Das geht auch. Ja, das gefällt mir. Ja, hier komme ich natürlich jetzt wieder nicht so gut hin, an diese kleine Stelle da. Aber das reicht eigentlich auch schon, wenn wir hier bis hier vorne machen. Machen wir das hier genauso. Das wird jetzt hier wieder nicht so geil werden, glaube ich. Doch, das geht auch. Damit haben wir auch das abgesichert. Hier solche Stellen, wir müssen ja nicht alles umzäunen. Das ist ja alles in Ordnung hier. Vielleicht können wir hier sogar noch ein paar Bäume hinmachen. Es regnet aber jetzt gerade häufig. Krass. So. Kommt man hier hoch. Einige Bäume davon gefallen mir schon wieder nicht, muss ich sagen. Die Palme hier am Rand. Oh, die habe ich sogar wegbekommen. Das ist ja nicht schlecht. Also das mag ich auf jeden Fall schon mal. Hier hinten. An sich ist der Abgrund hier rechts ja nicht so nah dran, dass man direkt hier einen Zaun machen müsste. Aber wir könnten überlegen, ob wir hier am Abgrund mal einen Zaun entlang führen. Wir mal wissen, wie das aussieht. Jetzt machen wir das einfach mal nur testweise. Wenn man so ein bisschen mit Abstand einen Zaun da hat. Also wenn das genau am Rand ist, könnte das ganz cool aussehen. Denke ich. Nur wo lässt man den anfangen? Das ist jetzt die Frage. Man könnte den ja sogar hier vorne sozusagen weiterführen. Frage ist nur, wie sieht das aus? Also in der Sicht sollte das ja eigentlich nichts ändern, ne? Nee. Die Sicht wird da komplett nicht von beeinflusst. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir jetzt hier das Ganze mal anheben. Ich habe soweit fertig hier mit dem Zaun. Und bin jetzt eigentlich recht zufrieden. Wir können uns das Ganze, was wir jetzt heute mal gebaut haben, mal eben in der anderen Kamera nochmal angucken. Es ist leider gar nicht so viel. Es ist dieser Bereich hier. Aber er ist eigentlich ganz hübsch geworden. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen anders, also unterschiedlich zu unseren anderen Parks. Und das wollte ich ja auch erreichen, ne? Wir wollen ja auch hier so ein bisschen versuchen, noch Variationen reinzubringen zu unseren anderen Parks. Mit den Mitteln, die uns hier gegeben sind. Das sind ja nicht wirklich viele. Aber sieht schon ganz cool aus. Dann kann man hier so hochgehen. Das kommt hier rum. Und dann geht man hier den Weg entlang. Zu seiner Rechten hat man dann so einen schönen Aussichtsturm, von dem man dann da unten ins Gehege gucken kann. Man kann sogar so reinzoomen. Guten Tag, Eddies. Und dann kann man hier wieder weitergehen, den Weg. Und ja, ist jetzt hier links und so gerade noch nicht alles perfekt. Aber das sieht eigentlich schon ganz okay aus so. Ein bisschen hügelig ist es noch, da werde ich nochmal überglätten. Aber jetzt zum Beispiel rechts ist der Zaun auch. Und da hat man keine Angst, dass man irgendwo runterplumpst. Und dann beim nächsten Mal können wir hier vielleicht ein Gehege hinbauen und mal schauen. Aber wir lassen jetzt noch auf jeden Fall in dieser Folge die Polarkantusse frei. Ich mache mal ganz kurz hier die Wegverbindung. Und dann müssen die, glaube ich, erstmal weiter ausbrüten. Oh, das hat jetzt ja super funktioniert. Ups, so. Und so, und jetzt schauen wir mal kurz. Ja, 56%. Ich bringe euch zurück, wenn es bei 100 ist. Und da sind sie jetzt gleich fertig und wir können sie freilassen. 100% beim ersten. Das ist der mit dem Regenwaldmuster. Schauen wir doch mal, ob der gut in unseren Mountainpark passt.
Boah, der hat ganz schön lange Stacheln. Das hätte ich gar nicht gedacht. Echt cool aus. Die Farbe finde ich auch cool. Mit den weißen Stacheln und diesem rötlich-braunen Panzer. Das gefällt mir. Also der passt auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr gut in unseren Park. Und ihr dürft wieder gerne, also ich würde mich darüber freuen, wenn ihr schöne Namensvorschläge für diesen schönen und tollen Polarkanthus in die Kommentare schreibt. Und natürlich auch gleich für den anderen. Also das Regenwaldmuster gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt haben wir nochmal das Tundra-Muster. Bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Oh, okay. So ein bisschen golden, gelblich, braun. Auch nicht schlecht. Aber das andere hat mir ein bisschen besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber auch für diesen könnt ihr gerne einen tollen und passenden Namen in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bringe ich die beiden mal eben schnell in ihr Gehege. Und dann schauen wir uns das mal an, wie die sich mit den Edmontos verstehen. Da kommen sie geflogen. Und landen jetzt gleich in unserem Gehege. Da sind sie. Denkt auf jeden Fall an die Namen für die beiden. Der linke sieht wirklich einiges cooler aus. Finde ich zumindest persönlich. Ist ja alles Geschmackssache. Und ich hoffe, die verstehen sich gut mit den Edmontos da hinten, aber ich denke mal. Und damit haben wir unser erstes Gehege fertig. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare einen Gehegenamen schreiben. So sieht das Ganze aus. Vielleicht erinnert euch ja die Form an irgendwas oder sowas. Und danach kann man Gehege ja immer ganz gut benennen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute fabriziert haben. Weil ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gut geworden. Geht mal ein bisschen schneller zurück. Also das haben wir heute hier alles gebaut. Sieht schon sehr, sehr cool aus, oder? Schreibt mir auch in die Kommentare, wie es euch bis jetzt gefällt. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir müssen beim nächsten Mal unbedingt zusehen, dass wir höher kommen, dass wir einfach auf eine höhere Ebene kommen und ein bisschen mehr das wie so ein Berg aussehen lassen, weil momentan ist es, hat es noch nicht so viel von einem Mountainpark. Natürlich ist hier schon so ein bisschen, ja, mit diesen ganzen Höhenunterschieden und so, ist natürlich schon so ein bisschen bergiges Feeling geschaffen, aber wir müssen unbedingt auf so eine Höhe kommen und vielleicht sogar noch höher als da hinten. Aber das sieht schon echt nice aus hier. Und wenn wir dann hier unten Gehege haben, ist auch cool, ne? Wenn man mal so schaut. Also ich denke, wir werden viele coole Sachen noch fabrizieren können hier. Mit diesem Kameramodus. Muss man echt erstmal so ein bisschen klarkommen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat heute, würde ich mich mega über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.